Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen Ultimate General Civil War. Schlacht um Shiloh, 6. April 1862. Major General Ulysses S. Grant hat seine Tennessee-Armee nach Pittsburgh Landing am Westufer des Tennessee Rivers geführt. Grant erwartet morgen Verstärkung durch Major General Don Carlos Buell mit seiner Ohio-Armee. Gemeinsam werden sie auf das 22 Meilen südwestlich gelegene Corinth zu marschieren, welches sich tief in den konföderierten Gebiet befindet. Die Unionsarmee ist über mehrere Lager südlich von Pittsburgh Landing verteilt und ahnt nicht, dass wir bei Tagesanbruch einen Überraschungsangriff ausführen werden. Unser Ziel besteht darin, Grants Armee zu besiegen und zu zerstören, bevor Carlos Buell eintrifft. Sie werden den Angriff auf die rechte Flanke, das heißt von unserer Seite aus links, der Union leiten und das Kommando über das zweite Korps von General Bragg sowie die Reservekorps von General Breckinridge übernehmen, die ihre linke Flanke angreifen werden. Okay. Ich komme mir gerade vor wie so ein Bösewicht aus den alten James Bond-Filmen. Unsere Katze ist gerade richtig zutraulich und sitzt zwischen, ja, Tastatur und Maus und möchte gestreichelt werden. So, wir haben nur 15 Brigaden von 20. Oh. Oh. Ich kann auch nicht mehr rekrutieren. Ich habe schon echt viel Geld ausgegeben. Ich musste auch leider ein, zwei Offiziere ersetzen. Die sind aus der letzten Schlacht verwundet gewesen. Okay. Dann starten wir mal. Gucken wir mal, ob 15 ausreichen. Ich weiß es nicht. General Grant hat seine Armee über Tennessee River hierher nach Pittsburgh Landing transportiert. Und er bereitet sich darauf vor, weiter gen Süden vorzustoßen. Das ist nicht gut. Ja, sind ein paar Meter. Wir werden sie dann angreifen, wenn es sie am wenigsten erwarten, bei Tagesanbruch. Unsere Korps werden von Südwesten aus eintreffen. Die Yankees haben ihr Lager aufgeschlagen. Der Großteil ihrer Streitkräfte befindet sich dort. Wenn wir schnell zuschlagen, hahaha, können wir sie komplett unvorbereitet antreffen und möglicherweise Vorräte erobern. Der leichte Hügelkamm bei der Shiloh-Kirche stellt eine beachtliche natürliche Verteidigungsposition dar und sollte eingenommen werden, um unsere linke Flanke zu sichern. Rechts müssen wir das hügelige Gelände überwinden. Danach können wir sicher gen Norden vordringen. Ja, ist kein kleines Schlachtfeld. Die letzten Verteidigungsstellungen der Union werden hier in Pittsburgh Landing erwartet. Nehmen Sie sich vor feindlichen Kanonenbooten Ach du Sch auf den Tennessee River in Acht. Sie können uns aus großer Entfernung bombardieren. Darauf erstmal einen Schluck Kaffee. So, Sir, unsere Armee hat mit ihrem Vormarsch der Unionslager begonnen. Du, 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 du. Unser erstes Ziel besteht darin, ihre rechte Flanke in der Nähe der Shiloh-Kirche zu überrennen. Die Yankees lagern gerade und werden mit Sicherheit erwarten. Nicht erwarten. Wenn wir schnell vorrücken, wird es uns leicht fallen, sie gen Norden zu drängen. Das klingt zu easy. Ich glaube nicht daran. Sie sind im Vorteil. Schlagen Sie schnell zu und zerstören Sie. Ich kann nicht schnell zuschlagen. Wie soll ich denn schnell zuschlagen? Schnell zuschlagen könnte ich wie im Mittelalter mit einer Horde von Kavallerieeinheiten. Das haben wir nicht. Alles, was wir haben, steht hier quasi, oder? Noch mehr. Egal. Also, hierhin. Ich würde hier
was positionieren, Kanonen, Einheiten. Wenn nur hier der Feind rüberkommt, kriegt er gleich einen auf die Nase. Und hier ein, zwei Plänker. So. Das war doch gerade größer. Ja, ich glaube, die Schlacht besteht aus mehreren Phasen. Ich ahne das schon. Das geht entweder durch mehrere Phasen oder mehrere Tage. Das wird, weil ich denke nur an Gettysburg. Gettysburg war ja auch nicht ein Tag. Und wie ich das Spiel hier zu so langsam kenne, wird man das auch in ja, wird man das tagesweise spielen. Ja, trotzdem die Speer auf der linken Flanke. Na, Katze. Hör auf. Ich finde das sehr nett, dass du hier liegst und bist auch sehr ruhig, aber bitte, dein Fuß hat auf der Tastatur nichts zu suchen. So. Die Schützen haben auch endlich mal neue Gewehre gekriegt, die ein bisschen besser sind als die vorigen. Und die, genau, Anderson und Pound haben das K dafür, weil ich denen ihre Standardgewehre in, das waren irgendwelche Sharps Rifle. Das heißt, höhere Nachladezeit, bisschen weniger Effizienz und kurz. Also kürzer als die vorigen Waffen. Bin ich einfach mal am Testen. Ich habe die Gewehre gehabt. Okay, 100 musste ich nachkaufen. Teste ich einfach mal. Und dann hat er hier die Napoleon-Kanone. Darum auch die Reichweite 1400. Und hier das. Das ist Louis, den habe ich nochmal neu gegründet und der hat eine Bombarde oder irgendwas Kleineres gehabt. Für kurze Reichweite. So. Nicht so lang faseln, ich habe schon wieder zu lange gelabert hier. Start. So, gleich mal auf Pause. So. Ich befürchte, dass wir vielleicht schon irgendwo rechts angegriffen werden. Einfach mal so ein bisschen. Haltet es mal vor. Und Harland, nee, nicht Harland schützen. Lane schützen will ich auch nicht. Cockway Nahkampf bleibt hier auch mal. Der Rest würde ich sagen. Einfach erstmal straight. Nee, ja. Ich bin das so gewohnt von Total War. Einfach markieren und zack. Lane. Zack. Müssten alle marschierbereit sein. Da kommen noch Truppen. Nee, die waren schon da. Okay. Ich spule mal ein bisschen vor, bis Feindkontakt. Ja, da ist nämlich was. Dann kommen wir gleich her, unterstützen. Ja, vielleicht können wir die Kavallerie benutzen dafür. Ja, die haben ja schon echt einen gut auf den Sack gekriegt. Die sind jetzt aufgedeckt. Ah, da sind sie auch welche gespottet. Scheiß, das muss ich ein zurückfallen. Ah, ich habe die zu spät gesehen da unten. Das fängt schon mal schlecht an. Die rennen, vielleicht können wir sie auflösen. Schlachten. Schön in den Wald rein wieder. Cockway Nahkampf weiter nach vorne. Weg, weg, weg. Oh, jetzt sind die Waffen zu kurz. Scheiße. Ja, es geht auch wieder in die Falle. Komm, komm, komm. Nee, lass sie ziehen, lass sie ziehen, lass sie ziehen. Gehen wir mal in den Wald rein.
ziehen uns da in die Falle rein. Die ziehen uns da in die Falle rein. Da habe ich keine Lust drauf. Das war schon viel zu doof. 10 Mann da verloren. Hier haben wir schon, glaube ich, der hatte 600 Mann gehabt. 70 Mann verloren. Das war doof. Das war doof. Das ist der Nachteil. Ach, warum? Das ist der Nachteil, wenn halt die, die Jäger hier quasi nur eine kurze Reichweite haben. Und da sind wir in Kanonenreichweite. Ich würde sagen, wieder zurück. Dein Trupp ist einfach zu groß, glaube ich. Oder wie da mal schnell hin. Der Trupp ist zu groß. Ach, Anderson hat nur mehr verloren. So, zweite Angriffswelle kommt. Jetzt frage ich mich, meine oder irgendwie von wem anders? Also, welche Angriffswelle? Lane schützen. So. Ah. Ich weiß gar nicht, wo die lang gehen. Richards schützen, Camper. Gut, Camper kommt nochmal hier mit. Das sind die neuen. Kenne ich schon gar nicht. Warum gehen die da lang? Ich überlege ganz kurz. Ich überlege ganz kurz. Macht das Sinn? Wir wollen es auch von der linken Flanke nehmen. Vielleicht können wir sie einfach da unter Feuer nehmen. Komm. Hoffen wir mal weiter. Einfach hier in den Wald rein. Upsala. Dauert ja alles hier. Ich hoffe, dass wir den Wald erreichen. Der Wald wäre ja eigentlich ziemlich nice. Mindestens für unsere... Ach, wo ist denn Heinrich? Heinrich bitte mal. Nach vorne. Ah, da, 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 da. Hier packen wir mal die Kanone auf diese Seite. Richard Jason. Ah, die laufen. Dann kann Harland ab in den Wald. So, dann schon mal die nächsten. Ja, kommt jetzt in Feuerreichweite. Nelson, auch da. Lewis, ja, muss in Feuerreichweite sein. So, brauchen wir den noch hier? Ich würde sagen, wir können auch. Die ganzen Nahkampfleute kommen jetzt von der Flanke. Laufen.
Eieiei, Nelson unter Feuer. Das gefällt mir nicht. Wenn ich den weiter nach vorne schicke, Hector, wird ihn schon gesehen. Ich weiß noch nicht, wie ich den da angehen soll. Der ist ja im Haus. Das sind 1500 Mal gewesen, bestimmt. Ich brauche erstmal einen Stock Kaffee. Jackson rennt schon wieder weg. Ich glaube, Bragg kann da auch weg. Schießen wir die da im Haus zusammen. Ich versuch's mal mit Hector. Geh mal ran da. Jetzt ist er in Reichweite, davor war es schon so schwer. Los, macht's auf Platte. Keiner will die fliegen. So gefällt mir das. So, Richards. Schützen. Oh, wir haben schon mal Einheiten wieder erobert. Cool. Und eine aufgelöst. Fantastisch. Aber hier hätte ich gerne hier eine Linie. Also, oder hier so eine Linie. Da. Hätte ich gern. Und, gehen wir weiter. So, wir kriegen von da langsam einen drauf. So. Wir haben den Punkt aufgegeben. Fantastisch. So. Oh, bis diese ihre Formation haben, ist ja Weihnachten. Hier, ab in den Wald, habe ich gedacht. Kann ich fast so machen, ja. Wir müssen da mehr auf Druck setzen. Lewis muss weiter ran. Die auf. Der zieht sich zurück, habe ich gar nicht gesehen. Kann der vielleicht einen? Weitere Truppen von irgendwen Division wurde gesichtet. Scheiße, die kriegen da oben Verstärkung wahrscheinlich, ne? Ah, die werden gerade geflankt. Aber zurückgeschlagen. Richards weiter mit Vorrücken. Hier geht er hin. Kanonenfeuer. So, wir müssen Gas geben hier. Ja, jetzt wird mich Hector gerade unter Druck genommen. Ich habe geahnt. Es ist Captain Heinrich auf der linken Flanke. Scheiße, die halten wir nicht. Die halten wir nicht. Pound, kannst du wieder einnehmen? Hector rennt davon. Oder Hector.
Brauche Kanonen zum Weiterrollen. Scheiße! Richards! Richard braucht Hilfe. Richard rennt gleich. Alter, Richard rennt gleich sowas von. Oh, Harland. Camper. Ach, jetzt rennen die. Scheiße. Hector ist ja wieder da. Dann weiter. Okay, Mr. Peabody, tschüss und wir werden gerade gefangen. Scheiße. Ah, da hinten. Wo muss die Kanonen? Jetzt aber mal abbauen, ja. Und holen uns den Supply-Wagen. Hopp, 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 hopp. Oh. Ah, jetzt kriege ich den Supply-Wagen nicht. Puh. Greifen Sie die rechte Flanke an, der Union. Okay, mit welchen Einheiten? Unsere letzten Korps treffen ein, um die Union im Zentrum an der linken Flanke anzugreifen. General, unser Angriff hat den Feind auf uns aufmerksam gemacht. Wir müssen schnell handeln. Die Unionisten stellen die Verteidigungslinie auf. Ihre Position wird bald aufgebrochen und stark sein. Toll. Das Zentrum der Unionsarmee wird derzeit von der Position aus kontrolliert. Stoßen Sie vor und nehmen Sie sie ein. Ihre linke Flanke muss gesichert werden. Unsere Vorposten haben gemeldet, dass sie nur sehr leicht verteidigt sein sollen. Das ist eine Lüge. Bestimmt ist das eine Lüge. Damit ich ja, wenn ich Einheiten hinschicke. Rücken Sie vor, passen Sie auf die Flanken auf, General. Die Unionsarmee könnte von hinter diesem Wald aus angreifen. Dann wird sie das tun. Die ersten Brigaden von Bragg's Corps führen den Angriff an. Gut, dann spule ich ein bisschen vor. Dass meine Truppen alle reinkommen. Doch alle da? Das sind alle? Okay, Bragg ist mit dabei. Jenkins. Irgendwas anderes. Noch mehr was anderes. Nochmal Jackson. Kanönchen. Das alles.
So. Da die bestimmt hier von der Seite irgendwo angreifen. Backpound die Seite. Supply-Warnkugel. Wunderbar. Und vorspulen. Break, bleib mal. Was ist denn da? Falls wir die Kanonen hin wollen. Kanonen will ich erstmal auch hier so. Kavallerie. Schicke ich hier mal hinten rum durch den Wald. Ich habe Angst, wenn ich sie jetzt hier übers Feld jage, dass wir quasi angegriffen werden. Bitte um Entschuldigung. Wird nicht irgendwer die Seite bewahren? Haben wir ein Platzproblem? So, ich mache mal wieder auf normale Geschwindigkeit hier. Oh! Unser Reserve-Korps kommt, um den Angriff zu unterstützen. Ja gut, dann kann ich ihn ja abziehen. Ich mag diese Funktion, aber ich will immer meine Markiererei machen. Dann baut euch da erstmal auf. Hier wird sich auch noch langsam aufmontiert. Kann ich die ja quasi wieder wegziehen. Sind aber nur 3 Infanterietruppen, sehe ich das richtig? Ist ja leicht verteidigt, soll es ja kein Problem sein. Klar. So. Ich würde sagen, Kanonen. Dann wahrscheinlich noch die Truppen nach vorne. So, die Truppen, da es nämlich meine sind, brauchen wir auch nicht so drauf achten. Nicht so hintereinander irgendwie so Zweier reinbilden. Unser Fleischstanger da im Wald. Greg kommt in den Wald. Kannst du da dran? Unsere letzten Einheiten sind eingetroffen, General Bracken White und die Reservekorps, okay. Ah. Da kriegen wir hier was. Fantastisch. Da ist schon Feuer. Ja, ich weiß nicht, wo hier jetzt der Feind ist. Da kommt hier definitiv irgendwo. Hier sind bestimmt noch Einheiten. Auf diesen schönen Hügel. Ich hätte sie hier auch positioniert. Zumindest so eine kleine Jägereinheit. Da sind immer noch nicht Informationen. Die auch noch nicht. Ich gucke kurz vor. Geht er wieder 5 Meter? Ja, bestimmt nicht weiter in den Wald reingucken. So, und hier, ja. Kanonen sind in Stellung. Nämlich, dass wir noch auf keinen Feindkontakt sind, so. Da
hinten sind schon mal. Fast nur da sind schon mal Kanonen. Schlafen die alle noch? Ah, da schläft keiner. Ah, da kommen sie. Jetzt kommen sie. Jetzt geht's los. Ich glaube, die müssen noch ran. Kanonen müssen noch ran. Ah, halt. Gefällt mir bisher. Bisher gefällt es mir. Konföderierte hat Spainfield gesichert. Was haben wir gesichert? Wir haben gar nichts gesichert. Ach, das war hinten aber doch gesichert. Ups. Ach, gut. Na, hier haben wir sie unten gut eingekesselt. Da kann mir jemand sagen, was er will. Die sind richtig gut eingekesselt worden. Das ist gut. Schön in die Mitte. Jetzt weiter nach vorne. So weit nach vorne. Nach vorne. Und weiter nach vorne. Und weiter nach vorne. Druck, Druck, Druck. Und da kommt schon der Gegendruck. Wir brauchen die Leute hier von der Seite. Wir brauchen sie. Kill them all. Ich will sie nur ein Stück ran. Jetzt brauchen wir sie hier, auf jeden Fall. Na, 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 na. Zurück, zurück, zurück. Anderson. Und Jenkins kann auch schon wieder zurück. Obwohl, Jenkins kann hier die Seite machen. Ausgeschaltet. Ja, flankiert. Zurück, zurück, zurück. Rückfallen, aber dermaßen. Ich habe den Stuart da nicht gesehen. Ich habe doch jetzt hier eine schöne ordentliche Linie, verdammte Axt. Was ist denn jetzt schon wieder? Die Shiloh-Kirche ist in Gefahr. Okay. Machen wir die noch? Ich weiß nicht, wie lang die ist, die Shiloh-Kirche. Wir sind jetzt schon so bei 34 Minuten. Das ist, glaube ich, ein guter Stand. Kaffeestand ist auch Tasse fast leer. Ich würde sagen, ich mache hier mal einen Break. Ich
fülle meine Tasse Kaffee wieder auf und dann geht's an einer anderen Front weiter. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen, Kommentar oder ein Abo. Ansonsten verabschiedet sich hier General Heinrich. Wir sehen uns bei der Shiloh-Kirche. Bis dann. Ciao.